Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserer Azubi-Couch. Heute habe ich Selina neben mir sitzen. Freut mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin Selina Hilje. Ich habe bei der EWE Netz meine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und wurde jetzt für die nächsten 2 Jahre in der Konzernkommunikation übernommen. Genau, und wir kennen uns ja auch schon aus den alten Azubi-Blog-Zeiten noch. Sehr schön, dass du jetzt hier bist. Möchtest du Kaffee trinken oder möchtest du Wasser trinken? Ich nehme Wasser, bitte. Du hast ja gerade erzählt, dass du direkt nach deiner Ausbildung von EWE übernommen wurdest. Das ist ja überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit. Da hattest du ja echt auch ziemlich Glück. Wie ist denn der Übernahmeprozess bei dir abgelaufen? Und ist die Abteilung, in der du jetzt bist, deine Wunschabteilung? Der Übernahmeprozess lief so ab, dass die Fachbereiche freie Stellen gemeldet haben. Und wir Azubis konnten uns dann 3 Prios raussuchen und konnten dann auch hospitieren in den Abteilungen und Fachgespräche führen, damit wir uns auch wirklich sicher sind. Und ja, die Fachbereiche haben sich dann für einen Kandidaten entschieden. Und wenn es dann auch von der anderen Seite gepasst hat, dann hat man die Stelle bekommen. Und ja, ich bin jetzt in meiner absoluten Lieblingsabteilung und freue mich auf jeden Fall, dass ich hier anfangen durfte. Richtig schön, dass es dann so gut geklappt hat. Aber wenn du jetzt dann nochmal rückblickend auf deine Azubi-Zeit guckst, was war denn da so dein Highlight oder was ist das Besondere überhaupt an der Ausbildung bei EWE? EWE ist ein großer Konzern und als Azubi durchläuft man hier super viele Abteilungen. Also ich war, glaube ich, sogar in knapp 20 Abteilungen, habe dadurch halt viele Kollegen kennengelernt und viele Eindrücke gesammelt und konnte mich auch gut vernetzen. Und ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Und was ich auch sehr cool finde, ist, mit den Azubis unternimmt man super viel. Also man hat viele Projekte auch auf der Arbeit, aber macht auch viel in der Freizeit, auch auf dem Energiecampus. Und mein absolutes Highlight war die Fahrt nach Jüst. Okay. Da durfte ich Segel fliegen und ja, da waren wir dann für 2 Wochen auf der Insel und ja, es war schon eine geile Zeit. Das klingt auch richtig cool. Und natürlich der Azubi-Blog. Ja, das, der Azubi-Blog war natürlich auch ein Highlight. Aber es ist natürlich umso döver, dass du jetzt da nicht mehr drin sein kannst. Was hat sich denn für dich jetzt nach deiner Ausbildung geändert? Also zum einen hat man jetzt natürlich viel mehr Verantwortung und ja, dadurch, dass man jetzt auch nicht so kurz in den Abteilungen ist oder ja, nicht jetzt halt länger hier bin, gehe ich natürlich viel tiefer in die Themen rein und ja, beschäftige mich auch viel mit Themen, die mich halt auch sehr interessieren. Sehr schön. Und welche Tipps könntest du den zukünftigen Bewerbern mitgeben? Also zum einen würde ich mir auf jeden Fall die Unternehmensseite ansehen und vielleicht auch mal den Azubi-Blog, damit man da auf jeden Fall Bescheid weiß. Und was ich auch wichtig finde, ist die eigene Motivation aufzuschreiben, also in die Bewerbung zu schreiben, weshalb man gerne den Job oder die Ausbildung haben möchte. Und ja, was ganz wichtig ist, man sollte auf jeden Fall man selbst bleiben und ja, sich nicht verstellen. Sieht man ja, hat bei dir dann ja auch geklappt. Ja. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage und zwar, ist dir denn schon mal was Unangenehmes oder Peinliches passiert, egal jetzt in deiner Azubi-Zeit oder auch jetzt schon? Also jetzt als Nicht-Azubi nicht, Gott sei Dank. Aber in der Azubi-Zeit ist mir mal was ein bisschen Unangenehmes passiert. Also es war jetzt auch nicht super peinlich. Da hatten wir ein Projekt, Reverse Mentoring heißt das. Da war ich dann mit meinem Projektpartner essen und ja, ich habe mir einen Wrap bestellt und da war dann halt eine Tomate drin und das war halt super flüssig irgendwie und habe da halt reingebissen, da ist mir die ganze Soße dann hier schön am Arm runtergelaufen. Oh. Und ja, ich konnte mich überhaupt nicht aufs Gespräch konzentrieren, weil ich so mit Essen beschäftigt war und die ganze Zeit musste dann auch mein Projektpartner mir Servietten bringen. Und okay, ja, aber wenigstens hat er dir geholfen. Ja, das ja. Jetzt würde ich dich natürlich sehr gerne fragen, Reverse Mentoring Projekt, was ist das? Mhm. Aber ich glaube, dann würde das hier alles zu lang werden. Ja. Wenn ihr nämlich noch was über das Reverse Mentoring-Projekt erfahren wollt, dann könnt ihr das auch sehr gerne auf unserem Azubi-Blog nachlesen. Und genau, dann bedanke ich mich aber sehr herzlich für das Gespräch. Danke auch. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ja, bestimmt. Und bis demnächst. Bis dann.